Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Rostflecken hier von Stein bzw. auch von Fliesen mit einem einfachen Hausmittel, aber auch mit einem Profispray richtig entfernen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier jetzt seit einigen Jahren Rostflecken auf meinen Fliesen von einer alten Gasflasche und diese werde ich jetzt einmal zuerst mit dem Hausmittel Vitamin C Pulver und anschließend noch mit einem Profi-Rostentferner von zum Beispiel Melerot hier richtig entfernen. Zuerst einmal nehme ich mir einen nassen Schwamm zur Hand und jetzt mache ich die entsprechende Stelle einmal schön nass. Danach streue ich jetzt mein Vitamin C Pulver auch wieder auf diese entsprechende Stelle einmal schön ordentlich drauf und dann lasse ich das Ganze mal für circa 30 Minuten einwirken. Jetzt in den 30 Minuten löst nämlich die Ascorbinsäure hier drinnen von meinem Vitamin C den Rost hier auf meinen Fliesen schön sauber auf. Nach ein paar Sekunden entstehen hier übrigens auch schon so kleine Luftbläschen und das Ganze zischt auch schon etwas. Und das ist natürlich ein super Zeichen, dass hier natürlich jetzt eine Reaktion stattfindet. 30 Minuten sind rum und jetzt am besten mit einer Bürste oder mit der rauen Seite von diesem Schwamm hier das Ganze noch in Kreisbewegungen schön nachträglich bearbeiten. Wenn du mit dem Ergebnis wie bei mir hier zum Beispiel zufrieden bist, dann mit viel Wasser noch einmal gründlich abspülen, dass keine unschönen Reste zurückbleiben. Und wenn das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend ist, dann am besten denselben Vorgang mit dem Vitamin C Pulver erneut machen, bis das Ganze hier wirklich komplett sauber ist. Wenn deine Rostflecken aber zu hartnäckig sind und mit dem Vitamin C Pulver nicht richtig weggehen, dann am besten mal so einen speziellen Rostfleckenentferner zulegen. Hierbei ist wichtig, dass unsere Roststelle auf jeden Fall trocken sein sollte und am besten auch eine Temperatur von über 15 Grad aufweisen sollte. Wenn das nicht der Fall ist, dann am besten mal noch einen Föhn zur Hand nehmen und das Ganze hier etwas erwärmen. Anschließend das Mittel auf unsere Rostflecken draufsprühen, bis diese wirklich komplett bedeckt sind und dann einmal für circa 5 bis 10 Minuten das Ganze einwirken lassen. Unser Rostfleckenentferner verfärbt sich an den entsprechenden Stellen jetzt auch schon schön lila und wichtig ist noch zu sagen, dass, wenn du das Ganze in der Wohnung anwendest, auf jeden Fall einmal alle Fenster öffnen solltest, da es einfach einen sehr beißenden Geruch hat. Knapp 10 Minuten sind um und jetzt wieder eine Bürste oder hier die Rückseite von meinem Schwamm nehmen und einfach einmal wieder etwas nachbehandeln. Bei diesem Mittel können wir wirklich gut sehen, dass bei mir keine Rostflecken mehr zu erkennen sind. Auch hier gilt wieder das Ganze mit sehr viel Wasser jetzt gründlich nachspülen, denn wenn hier natürlich das Mittel noch längere Zeit nachwirkt, dann kann es auch noch unschöne Flecken hier auf den Fliesen ergeben. Und wenn bei dir immer noch Rostflecken zu sehen sein sollten, dann diesen Vorgang einfach wieder so lange erneut wiederholen, bis keine Flecken mehr zu erkennen sind. Und somit haben wir unsere Rostflecken von Fliesen oder auch von Steinen schon richtig entfernt. Wenn du dir jetzt übrigens so einen Profi-Rostentferner oder auch ein Vitamin-C-Pulver für zu Hause zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zum relativ günstigen Preis. Das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra dein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Utensilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.